Heute geht es um Blackout und zwar das, was die Schweizer Behörde bei uns, und zwar der Kanton Thurgau liefert hier ihre Anlaufstelle im Ereignisfall und hier ist dann vom ganzen Bezirk aufgelistet, wo man hingehen soll, wenn es nicht funktioniert. Ist eine interessante Broschüre. Ja, dann auf dieser Seite hier Stromausfall. So verhalten Sie sich richtig. Das erste ist, schalten Sie erstmal alle Geräte aus. Also im Prinzip alle Sicherungen, die ihr im Haus habt, rausschalten. Dann, wenn da wieder Strom da ist, langsam wieder einschalten, weil wenn Strom wieder kommt, wird es sehr wahrscheinlich unstabil sein. Die Generatoren laufen, die Schwungmasse läuft, die Spitze geht hoch und runter. Das kennen wir vom Generator. Wenn ihr einen günstigen Generator gekauft habt und ihr hängt da irgendeine Last an, dann geht er in die Knie. Gas wird nachgeregelt, wird mehr Benzin eingespritzt oder Diesel, je nachdem was ihr habt. Er läuft wieder stabil und jetzt geht die große Last weg. Dann geht der Generator hoch bis zu 600 Volt und wenn ihr daran dann eine Steuerung habt von Gasbrenner oder sowas, das machen dann die einen Elektroniken nicht mit. Wenn Ihr Telefon noch funktioniert, rufen Sie Notfallnummern nur in Notfällen an. Vermeiden Sie unnötige Anrufe. Ja klar, weil die Behörden werden überlastet sein, da wird nichts gehen. Aus diesem Grund hier im Dorf, das ist jetzt von uns hier etwa 400 Meter, das kann man zu Fuß gehen, wenn irgendwas ist. Tragen Sie warme Kleider. Dies hilft bei Ausfall der Heizung. Ja, konsumieren Sie zuerst Nahrungsmittel aus dem Kühlschrank oder aus dem Tiefkühler, bevor Sie ungekühlte, haltbare Vorräte anbrauchen. Normaler Haushaltstiefkühlschrank, der hält etwa 48 Stunden. Türe zulassen, da passiert nichts. Die einen haben noch Kühlakkus drin, dass sie die Temperatur länger halten. Wenn ihr Eis drin habt, könnt ihr das in den Kühlschrank legen. Aber nicht wegschmeißen, sondern das einfach auftauen lassen. Zuerst den Kühlschrank leeren, was da ist, was ihr Frischfleisch habt, was nicht unbedingt länger haltbar ist, auch das Ablaufdatum ist da kein Thema mehr. Aber den Tiefkühler so lange wie möglich zulassen. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, wenn die Ware dann im Tiefkühler auftaut, das im Tiefkühler lassen, das bleibt, das ist dann euer Kühlschrank, der hält auch noch lange. Jetzt im Winter kann man das Zeug vielleicht rausstellen. Wenn ihr Fleisch habt, Fleisch muss man nicht unbedingt getiefkühlt lagern, das hält auch noch eine Woche im Kühlschranktemperatur, also im Tiefkühler, der langsam aufgeht. Dann das Thema ist, das Fleisch zum Beispiel verarbeiten, verbraten, kochen, dünn aufschneiden, vakuumieren, wenn ihr die Möglichkeit habt dazu, oder einfach das Fleisch in Öl einlegen, dann ist es auch konserviert. Wenn ihr Früchte habt, die im Tiefkühler auftauen, verarbeitet die eventuell zu Konfitüren, Einmachgläser oder alte Gläser, die ihr irgendwo rumstehen habt, das zu verarbeiten. Wenn Sie Hilfe benötigen oder über die Lage informiert werden wollen, suchen Sie den nächstgelegenen Notfalltreffpunkt auf. Das ist hier eben, wie gesagt, 400 Meter. Das ist bei uns Gemeindeverwaltung an der Mettschlatterstraße. Da hingehen, wir hoffen, dann ist jemand vielleicht von der Feuerwehr da oder sonst was. In dieser gleichen Broschüre
Bereiten Sie sich auf einen Stromausfall vor. Also die Behörde geht hier jetzt effektiv darauf vor, darauf aus, dass ein Stromausfall eintreten wird. Legen Sie ausreichend Wasservorräte an, Lebensmittel, siehe auch Kasten, Notvorrat. Komme ich nachher dazu. Treffen Sie Vorbereitungen, um pflegebedürftige Angehörige notfalls für einige Zeit selbst pflegen zu können. Halten Sie Medikamente, Hygieneartikel für eine Woche auf Vorrat. Meine Empfehlung kann auch gut länger sein, weil wenn ja Blackout kommt, Stromausfall, ob ich dann nachher, wenn ich wieder Strom habe, die ganze Logistik von Medikamenten weiter funktioniert, zweifle ich jetzt dran. Das ist meine persönliche Meinung. Mit Hilfe von batteriebetriebenen Radios erhalten Sie auch bei Stromausfall wichtige Informationen der Behörden. Wenn ihr jetzt noch ein Kurbelradio kaufen wollt, bestellt es am besten in China, das geht jetzt relativ lang. Wenn ihr das jetzt noch nicht habt, dann muss ich euch sagen, nehmt ein Auto oder ein Autoradio. Ihr könnt da zu der gewissen Zeit euch informieren oder eben zu Fuß, warm angezogen, auf die Gemeinde gehen. Vielleicht ist dann da jemand da, der euch Informationen geben kann. Meistens ist das Samariterverein, Leute vom Dorf, die hier halt in der Nähe sind. Mit Kerzen, Taschenlampen und Campingkocher, mitsamt Batterie und Gaskartusche, haben Sie auch ohne Strom Licht und die Möglichkeit, Essen zu wärmen. Habt ihr das noch nicht, dann seid ihr nicht vorbereitet. Schaut, dass ihr sowas herkriegt, auch eine 11-Kilo-Flasche, eine große, die kriegt man jetzt kaum näher. Vielleicht habt ihr einen Grill und dann ein Röschow und schauen, dass ihr eine Gasflasche auf Vorrat habt. Wenn Sie ein Schminne oder einen Holzofen haben, halten Sie Holz, Briket und Kohle auf Vorrat. Also in der Schweiz Kohle auf Vorrat halten wird relativ schwer. Und dann kommt es dazu, ich habe zum Beispiel einen Kamineinsatz, der ist aber betrieben mittlerweile auf 12 Volt. Den kann ich dann mit so einer Batteriebox rund 80 Stunden betreiben. Also nur das Gebläse in diesem Ofen drin. Halten Sie stets eine gewisse Menge an Bargeld zu Hause. Bei einem Stromausfall funktionieren Bankomaten und elektronische Zahlungsmittel nicht mehr. Das steht hier in dieser Broschüre. Mein Tipp, legt euch 5 Frankenstücke zu. Oder 20 Franken Goldfränle. Nur, ihr müsst nicht eine Tausendernote zu Hause haben. Wenn ihr zum Bäcker geht, es kann ja sein, dass ein Bäcker oder ein Bauer irgendwo was hat. 5 Franken, hartes Geld, kein Papier. Mit 10 Franken, 2x 5 Franken, da kriegt ihr irgendetwas. Mit dem Goldfränli, was heute einen Wert hat von 300 Franken, ist auch wieder zu viel. Ihr wollt ja nur ein Brot kaufen oder vielleicht 2. Und pflegt jetzt schon die Beziehungen zu denen, die Lebensmittel halten. Wo kriegt ihr Lebensmittel her im Notfall? Frische Lebensmittel, Gemüse und so weiter. Ganz anderes Thema. Notvorrat. Hier in dieser Broschüre aufgerückt. Mindestens 9 Liter Wasser pro Person. Reicht für 3 bis 4 Tage. Schaut, dass ihr für 3 Wochen Wasser zu Hause habt oder die Möglichkeit, dass Wasser kommt. Denkt daran, die Klospülung muss auch funktionieren, auch wenn ihr da mit dem Kessel reinkippt und dann spült, weil wenn die Klospülung nicht mehr geht, das ist richtig scheiße. Dann steht hier Bouillon, Pfeffer, Salz. Bisschen Gewürze, Gewürze haben
ist gar nicht schlecht. Dauerwürste, Trockenfleisch, ich hänge jetzt hier noch Konserven dran. Dörrfrüchte und Hülsenfrüchte, also einfach langhaltbare Lebensmittel. Fertiggerichte, Suppen und Soßen, Konserven. Frucht- und Gemüsesäfte. Wenn ihr Gemüsesäfte trinkt oder Fruchtsäfte, wenn ihr die jetzt nicht trinkt, müsst ihr die nicht auf Vorrat halten, weil ihr werdet es nachher auch nicht trinken. Kaffee, Kakao und Tee. Nur Kaffee muss ich brühen können. Ich muss die Möglichkeit haben, wenn ich einen Vollautomaten habe, ja, was will ich? Dann habe ich zwar Kaffee, aber ich kann den nicht verarbeiten. So eine Batteriebox, eine Nespresso-Kaffeemaschine, dann könnt ihr hier wenigstens 50 Kaffee rauslassen. Zur Stromversorgung, zur Guerilla-Stromversorgung mache ich vielleicht ein anderes Video. Hartkäse, Kondensmilch, UHT-Milch. Denkt an eure kleinen Kinder, auch hier Kindernahrung. Fette und Öle, das war ja schon nicht lieferbar. Reis und oder Teigwaren, das könnt ihr nach 10 Jahren immer noch essen. Spezialnahrungen, ihr habt vielleicht Laktoseallergie oder Glutamat oder irgendwas in der Richtung. Einfach Spezialnahrung da schauen, dass ihr das jetzt schon zu Hause habt. Zucker, Konfitüre, Honig und Schokolade. Vor allem Schokolade. Ein Schweizer isst pro Jahr rund 200 Tafeln Schokolade à 100 Gramm. Vor allem Schokolade ist gut für die geistige Nahrung, beruhigt, macht glücklich. Oder hält wenigstens die Stimmung auf. Persönliche Medikamente. Legt euch Medikamente für mindestens einen Monat zu. Zwieback, Knäckebrot oder auch Mehl und eine Brotbackmaschine. Mit der Kiste Solarzellen könnt ihr dann wenigstens alle 3 Tage mal ein Brot backen. Hygiene, Masken, Einweghandschuhe, Sonsthygieneartikel, Putzpapier, Servietten. Überlegt euch vielleicht Einweggeschirr. Da steht hier alles nicht drin. Und dann Futter für Katzen und Hunde. Wichtig ist, dass man die ja dann irgendwann noch essen sollte. Ihr habt richtig gehört. Wir hatten einen einen Korpskommandant Blattner, der hat gesagt, legt euch für 14 Tage Lebensmittel zu, Notvorrat, den haben sie zur Schnecke gemacht. Und jetzt schreiben sie das hier offiziell, ein amtliches Dokument. Checkliste für die Evakuation. Verzichtet auf das Anrufen bei Notrufnummern. Einfach schwachsinnig anrufen, das bringt nichts. Hört Radio SRG, schweizerische SRF 1 oder so. Und informieren sich über Albert Swiss App. Das ist eine Notfall-App, eine Alarm-App oder auf deren Webseite. Nur habt ihr einen Stromausfall, bringt das auch nichts mehr. Folgen Sie den Anweisungen der Behörden. Benachrichten Sie Nachbarn und unterstützen Sie Hilfsbedürftige in Ihrer Nachbarschaft. Hier ist wichtig, dass ihr jetzt schon mit euren Nachbarn auskommt. Wenn ihr irgendwas braucht und ihr flucht immer über eure Nachbarn, dann werden die euch ja sicher nicht helfen. Packen Sie ein Notgepäck. Habe ich schon seit 10 Jahren bei mir im Keller stehen. Oder am Kellerrand stehen. Ich brauche das Teil, ich gehe vielleicht fort, bin nach Italien. Dann packe ich meinen Notfallkoffer. Pack den, da ist eigentlich alles drin, Medikamente, Zahnbürste und so weiter. Damit kann ich 3-4 Tage überleben. Persönliche Dokumente, wenigstens Pass, ID,
da ist immer die Frage, was nehme ich alles an persönlichen Dokumenten mit? Wichtig ist ein Pass, dass ihr euch aufweisen könnt, wer ihr seid. Dann wichtig Bargeld. Mobiltelefon mit Ladegerät kann ja dann wieder sein, auch eine Powerstation in diesem Rucksack oder eine kleine Solarzelle, dass ihr da wieder ein bisschen Strom erzeugen könnt. Dann steht hier Jodtabletten. War jetzt hier kurz weg. Und zwar geht es hier, das geht an die Firma, wir haben 10 Mitarbeiter, also 5 Pakete Jodtabletten für jeden Mitarbeiter, hier im Betrieb berat, das wurde uns von der Armeeapotheke zur Verfügung gestellt, wenn wir einen nuklearen Unfall haben oder eine Katastrophe. Da steht auch hier drin, halten Sie diese Jodtabletten parat. Auch zu Hause sollte jeder solche Jodtabletten bei uns haben. Das sollte eigentlich zur Verfügung gestellt worden sein. Die einen haben gelächelt, haben das weggeschmissen, Punkt. Frisst nicht viel Geld, aber es ist da, die werden alle 10 Jahre ersetzt. Toilettenartikel. Ich sag mal, wenn die Scheiße nicht funktioniert, dann ist die Scheiße am Dampfen. Wichtig ist, dass ihr Scheiße habt. Aber es geht ja um die Evakuation, Ersatzwäsche, Verpflegung und Getränke. Wenn ihr weg müsst, denkt daran, dass da, wo ihr hinkommt, vielleicht nichts zu fressen ist. Bereiten Sie Ihre Wohnung für längere Abwesenheit vor. Elektrogeräte ausschalten, Heizungen drosseln, Gas- und Wasserhähne schließen, offene Flammen löschen, Türen, Fenster alles dicht abschließen, Lüftung und Klimaanlagen ausschalten. Am besten gerade die Hauptsicherung bei den Sicherungen raus. Weil ein Haus, was keinen Strom hat, wird auch nicht unbedingt belegt werden. Stellen Sie für Haustiere, die Sie nicht mitnehmen können, Futter bereit und kennzeichnen Sie die Räume, in denen sich Tiere befinden. Wird schwer. Verlassen Sie das gefährdete Gebiet mit öffentlichen oder privaten Transportmitteln oder suchen Sie den nächstgelegenen Notfalltreffpunkt auf. Haben wir hier in dieser Broschüre. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo runterlassen kann. Ich probiere einen Link zu finden, wo ihr die Broschüre kriegt. Die ist natürlich hier nur auf unserem Bezirk gedacht. Verlinke ich euch unten im Beschrieb. Dann diese Box hier, da mache ich euch ein Video, wie man damit die Ölheizung betreibt, weil wenn es unter Null wird im Blackout, die Heizung funktioniert nicht, auch der Kamin funktioniert nicht mehr so richtig. Schlimm ist, wenn eine Wohnung auskühlt unter 0 Grad, dann gehen die Bodenheizungen auf. Die Radiatoren gehen auf wie eine Ziehharmonika. Also ist eine Katastrophe, wenn ihr das Haus nicht wenigstens über 0 Grad halten könnt. Es gibt noch viele Sachen, aber das kann man jetzt nur hier so ein bisschen unterpreppern, obwohl ich kein Prepper bin. Ich bin zwar ein bisschen vorbereitet, ich habe Notfallpläne geschrieben für die Firma. Punkt. In der Krise oder im Notfall ist man am eigenen, am nächsten und wichtig ist, dass man darauf vorbereitet wird. Weil es wird einem nicht geholfen, weil diese Behörden, die sowas rauslassen, die das an einem Schreibtisch tätigen, auf Druck der Empfehlung vielleicht von irgendwo anders, die sind meistens nicht drauf vorbereitet und die werden euch auch nicht helfen. Ja, hier den Link zu dieser Batterie und hier den zur Batteriebox Ölheizung betreiben und ich wünsche euch einen schönen Tag.